Hey ho, liebe Freunde des gepflegten Let's Plays. Hier meldet sich ein leicht verkühlter, aber nicht minder motivierter Abseidus zurück zum Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Und heute zerreißen wir alles und ich rolle das R so hart. Oh Gott, ich bin so beschwert. Sorry, Leute. Willkommen hier zurück zum Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde. Ihr könnt's hoffentlich lesen. Ups. Nachdem ich letztes Mal gesehen habe, Gesprächsthemen sind hier nicht unbedingt so gut drinnen. Soll ich mich vielleicht doch ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren? Oh, ist ja nicht nett. Und deswegen dachte ich mir, ja, ich plaudere so nebenbei ein bisschen über Werbung. Ich könnte selbst welche machen, ich könnte euch bitten, Werbung für mich zu machen. Aber nein, ich rede über Fernsehwerbung, beziehungsweise mittlerweile auch YouTube-Werbung. Gut, ups. Oh, das war die Taste, hoppla. Der Olefant könnte hier gebraucht werden, das wäre vielleicht ganz nett. Und zwar möchte ich deswegen über Werbung sprechen. Weil ich einmal öfter etwas sehr Interessantes gesehen habe. Oh, plötzlich geht's. Ach, der braucht da drüber laufen. Auch schön. Gut, nachdem ich die Katapulte da rausgenommen habe, dürfte das um einiges einfacher werden. Hoffe ich zumindest. Ups. Der Olefant ist hier, okay. Und der hält nicht mehr viel aus, aber... Mein... Bewegung, 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 Bewegung und Ansturm. Oh, Mist. Wie viele denn nicht noch? Was zum Geier? Okay, Werbung. Warum Werbung? Es gibt immer wieder so wahnsinnig tolle Werbung. So, es gibt zum Beispiel Werbung, in denen YouTuber sterben, zum Beispiel wie meine gerade eben. Kommen die immer her? Könnt ihr das mal erklären, wo die immer herkommen? Und du, Otifant, komm hier rein. Wir müssen diese verdammten Kasernen ausschalten. So, Holzfäller. Und es gibt da Werbungen, die zum Beispiel aktuell die Gillette-Werbung, weil die anscheinend so einen schönen Partnervertrag haben. Oh Gott, ernsthaft. Vielleicht hat das hinten das.
Und zum Beispiel die Skelettwerbung, die jetzt eben da ist. Ich möchte jetzt keine Werbung für Skelett machen, im Speziellen. Aber die haben unter anderem Werbung, erwecke den 007 in dir. Und mir ist spontan die Venus-Werbung von ein paar Jahren, oder die sie jetzt eigentlich auch noch immer haben mit dem Slogan, erwecke die Göttin in dir. Und ich dachte mir nur so, funktioniert das jetzt wirklich bei allen gleich stark und schön und gut und Dingens? Und ist jetzt Kreativität in der Werbeindustrie sowas wie tot oder? Oh Gott, ernsthaft? Er greift die Dinge halt an. Ah, Trommler. Er greift halt vielleicht an ihr Nasen. Okay, der Elefant ist hier gestorben. Hier haben wir nochmal eine Katapulte. Wo kommt diese ganze Katapulte her? Das kann doch nicht sein, die Katapulte tauchen überall aus dem Nichts auf. Aber jetzt. Oh. Steht noch eins? Alter! Langsam reicht's aber auch. Olefant, Kaserne, Abflug. Hallo? Oh Mann. Schalte doch die Kaserne aus, verdammt nochmal. Nehmt ihn in die Kasernen und alles ist gut. Katapulte schon wieder. Das kann's doch echt nicht sein, oder? Ole ist hier rüber. Wie viel Power haben die denn im Gottes Namen? Komm schon. Ist auch das Katapult hier? Schaltet endlich diese verdammten Kasernen aus, verdammt! Und das Katapult ist zu uns gekommen und hat unter uns gekillt, oder was? Alter! Zweite Kaserne! Zweite Kaserne! Wie viele Katas stehen hier? Sehr erfreut sein.
Jetzt ist der scheiß Katapultschmiede. Kommst du jetzt hierher und greifst an, verdammt? Toll. Super. Hinten steht noch eins. Yay. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Das war die letzte Kaserne, jetzt noch der Hauptturm und dann die Gebäude. Und dann haben wir es. Das kann's doch hier echt nicht sein. Was haben wir hier noch? Eine Schmiede, okay. Gut, jetzt hatten wir das soweit. Warum Werbung? Ja klar, einerseits, weil Werbung halt mal allgegenwärtig ist in der heutigen Zeit. Und andererseits, weil es einfach so viel schlechte Werbung gibt. Das Hauptproblem dabei ist halt, man will möglichst viele Menschen ansprechen, deswegen macht man Werbung so leicht verdaulich wie möglich. Die Tatsache, dass man damit vielleicht irgendwie ein paar Leute vergrault, nimmt man hin, in der Hoffnung, wesentlich mehr damit zu erreichen. Oh oh. Olefanten niemals in den eigenen Mengen kämpfen lassen. Ist das verdammt mal euer Ernst? Ist ja okay. Also wie gesagt, die Schnellwerbung, wo ich mir denke, war jetzt kein Budget mehr da für einen neuen Berater, für eine Werbekampagne, oder ist das einfach so James Bond-mäßig, die Macht möge mit dir sein, sondern Fusion aus sein Jedi-Geheimagent oder so. Also quasi so Darth 007 oder so, ich habe keine Ahnung. Mit der Lizenz zum Tod lachen. So. Und jetzt dieses letzte blöde Lager. Vier Olefanten müssen erreichen. Und wenn ich mir dann überlege, wie stark da manche Leute beeinflusst werden. Weil wer würde nicht gerne mal ein James Bond sein, außer man ist irgendwas Interessanteres, Spannenderes. Und hey, was ist schon interessanter oder spannender als ein James Bond? Höchstens ein James Blond oder ein Jamie Blond oder keine Ahnung. Also der kleine James Bond. Weiß nicht, woran man jetzt eventuell noch denken könnte, aber ich wollte es genauer definiert haben. Könnte bitte jemand dieses Katapult töten? Die Trolle oder so. Okay.